Da liegt er, der Hase, da liegt er und schläft. Was hat er mir in der Vergangenheit für Fallen gestellt? Das kriegt er jetzt alles zurück. In Engel. Einmal eins, der Fluch sei für immer deins. Da ist er, der Fluch, meine süße Rache. Ha, niemals wirst du das schaffen. Ha. Ich verfluche dich. Um den Zauber zu brechen, musst du das Einmaleins lernen und alle Aufgaben der DSHDW lösen. Von Multiplikatoren. Oh nee, die schon wieder. Was will die denn? Ich hatte mit der schon echt viel Streit im Leben. Die kommt immer wieder und ärgert mich irgendwie. Und jetzt hat sie mich verflucht. Und das kann ganz schön unangenehm werden. Das ist eine echt übelst mächtige Zauberin. Das Jahr fängt ja echt gut an. Ich könnte... Keine Lust. Wie soll ich das nur schaffen? Meine liebe Klasse, hi. Tut mir leid, dass ich mich nicht schneller gemeldet habe. Es ist jetzt tatsächlich so, dass heute Morgen, da ging alles drunter und drüber, ich habe geschlafen und dann bin ich aufgewacht und habe einen Brief bei mir auf den Nachttisch gefunden und boah, ich wusste echt gar nicht, was los war. Habe ich aufgemacht, ich habe den jetzt nochmal zum Angucken hier verpackt gehabt. Da steht Herr Hase drauf und so ein komischer Totenkopf, allein schon lächerlich. Und innen drin wird es noch viel besser. Steht drauf, ich verfluche dich, um den Zauber zu brechen, musst du das einmal eins lernen. Und alle Aufgaben der DSHDW lösen. Von Multiplikatora. Soll ich es euch nochmal? Die Multiplikatora, die kennt ihr nicht. Das ist eine ziemlich mächtige Zauberin, die mit mir schon immer Streit hat. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, die schon immer eigentlich. Wir sind zusammen, das glaubt man gar nicht, wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen und die hatte damals schon magische Kräfte. Und immer hatte die irgendwie Zoff mit mir. Ich weiß nicht, was die mit mir... Irgendwie gab es da Stress. Mit den anderen hatte die nie so einen Stress. Und naja, die hat sich in letzter Zeit irgendwie ganz komisch entwickelt. Die trägt jetzt nur noch so schwarze Klamotten und hat meistens so einen Zylinder auf und eine gelbe Brille. Und ach, ihr wollt die gar nicht... Ist verrückt, sieht die aus. Die ist auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Ja? Und die Multiplikatora... Die hat mit mir einmal einen Riesenstress gehabt und das hat die mir auch nicht verziehen. Da war nämlich so, die kam wieder an und hat so gemeint, ey, Herr Hase, ich bin viel besser als du. Um dir es zu beweisen, spielen wir eine Runde Memory. Und ich so, ihr kennt mich ja, ich so, okay, spielen wir eine Runde Memory. Was soll schon passieren? Und die dann so... Ich fresse einen Besen, wenn du gewinnst.
Ihr kennt mich, wir haben Memory gespielt, ratet mal, wer gewonnen hat. Bin ich heute noch stolz. Ich habe wirklich gewonnen, die hatte so viel und nicht so einen Stapel. Also es war wirklich eindeutiger, kann es nicht sein. Auf jeden Fall habe ich gewonnen und sie hat vorher gesagt, sie frisst einen Besen. Ich habe also einen Besen genommen, habe den in meinen Häcksler gesteckt und habe ganz kleine Flakes draus gemacht und habe ihr dann Müsli draus gemacht. Und das Müsli hat sie von mir gekriegt. Und ja, das musste sie natürlich, Wettschulden sind Ehrenschulden, musste sie natürlich dann den Besenstiel, also ich habe den Besen komplett klein gemacht und dann Müsli draus gemacht, dann musste die den Besen essen. Die hat also komplett dieses Holz vom Besen gegessen und war so gekränkt, die hat sich bei mir nicht mehr gemeldet und hat nur gemeint, das zahle ich dir noch irgendwie heim. Und ich nehme an, die hat sich irgendwie in meine Wohnung geschlichen und hat das, naja, hat mich jetzt mit ihrer Macht verflucht. Aber der Fluch ist auch ein bisschen komisch, finde ich. Also hier steht nur, ich verfluche dich. Aber passiert ist eigentlich noch nichts. Wachsen mir jetzt rote Punkte im Gesicht? Oder ist es so, dass ich jeden Tag, jedes Jahr an meinem Geburtstag eine grüne Haut kriege? Oder was soll der Fluch sein? Also ich weiß nicht, was es sein soll. Natürlich habe ich ein bisschen Angst. Ich weiß natürlich, wie mächtig Multiplikatora ist. Und dann steht auch hier, um den Zauber zu brechen, musst du das 1x1 lernen. Und alle Aufgaben der DSHDW lösen. Ich kann das 1x1. Ich kann das so gut. 8x8, 64. Ja, du kannst mich alles fragen. Das kleine 1x1 kann ich. So. Und DSHDW, was soll das sein? Der schönste Haseloff der Welt vielleicht. Egal. Also, ist alles ein bisschen komisch. Ich habe aber trotzdem auch so ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil die hatte lang genug Zeit, sich zu überlegen, wie sie Rache an mir nimmt. Und um nicht komplett unvorbereitet zu sein, habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit ins Boot. Ihr sollt ja eh im Moment euch um das 1x1 kümmern und ich dachte, wir können es vielleicht zusammen machen, dass wir zusammen sozusagen den Beweis machen, dass ich das 1x1 kann. Und somit vielleicht auch ihr das 1x1 könnt, aber das Problem ist, wir können es noch nicht. Vielleicht können wir zusammen an einem 1x1 arbeiten. Und da wir schon angefangen haben, würde ich sagen, fangen wir an mit einer Wiederholung. Wir fangen an und wiederholen das kleine 1x1 mit 2. Ja? Ihr kennt diese Tabelle noch, die haben wir auch an die Tafel geschrieben. Vorne schreiben wir immer die Malaufgabe und ihr wisst ja, dass Malaufgaben eigentlich nur die Faulenzer-Variante von Plusaufgaben sind. Plusaufgabe also in die Mitte, Ergebnis hinten. Wir machen mal hier zum Beispiel 1 mal 2, 2 mal 2, 3 mal 2, 8 mal 2 und so weiter, ne, bis ihr dann am Ende bei 10 mal 2 seid. Das war eine richtige 10. 9 kann ich auch. 9 mal 2 Schreibschrift. In die Mitte kommen dann immer die Plusaufgaben, ne, mit der 2. Also jetzt zum Beispiel 5 mal 2 heißt, ich muss einfach 5 mal die 2 da hinschreiben und dann das Plus jeweils dazwischen. 1 mal, 2 mal. 3 mal ist schwierig. 4 mal und 5 mal. 1 mal, 2 mal, 3 mal, 4 mal, 5 mal. Ja, stimmt, 5 mal die 2. Ne? 1 mal die 2, 2 mal 2, 3 mal 2, 4 mal 2, 5 mal 2. Und dann rechne ich das aus. 2 plus 2 ist 4, plus 2 ist 6, plus 2 ist 8, plus 2 ist 10. Und dann würde ich hier die 10 hinschreiben. Ja, und das ist es ja im Prinzip auch schon. Ich hätte gerne, dass ihr für mich oder ihr mir helft, den Beweis zu machen, indem jeder ein so ein Blatt macht. Ihr nehmt euch ein großes Blatt und zeichnet das auf und schreibt wirklich jede Malaufgabe, jede Plusaufgabe hin, bei 10 mal 2 dann natürlich 10 mal die 2 Plusrechnung und dann die Ergebnisse hinten dran. Und wir werden Stück für Stück, wenn wir das so machen, dass die Malaufgaben
ja im Prinzip alle in euren Kopf reinwandern. DSHDW, was das ist, werden wir noch lösen, denke ich. Vielleicht meldet die sich auch nochmal zwischendurch und gibt uns weitere Anweisungen. Und am Ende, denke ich, werden wir sie noch besiegen. Und vielleicht kriegen wir ja wieder irgendwas aus ihr rausgeleiert, dass sie sich noch mehr ärgert. Vielleicht irgendwas, was noch schlimmer ist als ein Besenstiel fressen. Ich zähle auf eure Hilfe. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns demnächst. Tschüss! DSHDW.